Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4. Weiter geht's. Oh, jetzt kommt ein Bosskampf. Welche Waffe nehme ich denn da? So, öffnen. Ja, ich nehme das mal. Oh oh, die bringen da was Großes raus. Oh, Riesenvieh. Hä, daneben? Oha! Au! Warum kommen solche Eingaben immer so schnell? Oh, hi, was ist denn da drin? Klettern? Oh. Oh. Ist das nicht der Wolf von früher? Ne, Hund. Ja, komm schon her. Dreh dich um. Klettern. Und weiteres Mal schneiden. So viel Muni habe ich ja nicht mehr. Out.
falsche Taste. Und nochmal klettern, zum dritten Mal. Wie oft denn noch? Oder war es das jetzt? Ich glaube, das war es jetzt mit ihm. Oh, sie gehen automatisch auf. 15.000, oh ja. Noch mehr Geld. Noch mehr Muni. Der Hund ist jetzt weg. Danke für die Gewehrmuni. Ich habe jetzt so viel von diesem Muni, dass ich glaube, ich diese Waffe hier jetzt nutzen werde. Mann, habe ich Geld. Apropos Geld. Wie sieht's beim Händler aus? Oder sollte ich das Geld erstmal ein bisschen sparen? Selection of good things. What are you buying? Ja, ein Raketenwerfer hast du. What are you selling? Is that all? Thank you. Ich glaube, ich spare mir das. Erstmal. Zum Beispiel für einen neuen Koffer. Ich will jetzt nicht, dass das normal irgendwie Platzprobleme gibt. Und Koffer sind teuer. Moment, und hier liegt ja noch was. So, kombiniert. Oh, es regnet. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl hier jetzt. Wie eine falsche Taste. So, da habe ich jetzt etwas Munition jetzt verbraucht. Danke für die Gewehrmuni. Das ist ein Schrotflintenmuni. Hoh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 
Wo kam der denn her? So, öffnen bitte. Geld. Diese Insignie ist überall. Ob das wohl eine Religion dieser Gegend ist? Eher dieser Sekte. Zwei Blendgranaten, drei Blendgranaten und eine Brandgranate habe ich. Eine Leiter. Nein, ich drücke immer die falsche Taste. Ich frage mich eigentlich, wo dieses dritte Katzenauge eigentlich ist. Da kann ich das dann wieder kombinieren und das zu teurem Geld verkaufen. Brandgranate und Geld. Das Ding muss ich doch öffnen lassen. Okay. Oh. Hallo, Farbenrätsel. Passt es? Oh ja, es passt. Das hat sogar sehr gut gepasst. Take it easy. No! Get away! Calm down. Everything's going to be just fine. My name's Leon. I'm under the president's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me. It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Where's the extraction point? There's another trail that you can take to get out of the village. The chopper will pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. Spielanleitung 3!
Warten oder folgen? Ja. Okay. Das könnte lustig werden. Ab jetzt wird's richtig nervig. Oh, grünes Kraut. Nicht verwenden, würde ich sagen. Geld. Money. In dem anderen war nichts drin. Da war auch nichts drin. Am besten die Leiter. Ja. I'll take the girl. Who are you? If you must know, my name is Osmond Sadler, the master of this fine religious community. What do you want? To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. No longer will the United States think they can police the world forever. So, we kidnap the president's daughter in order to give her our power and then send her back. No. Leon, I think they shot something in my neck. What did you do to her? We just planted her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. But before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. When I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your minds. Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds more like an alien invasion if you ask me. Und raus sind wir. You okay? Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess, we can get out of it. Ja, speichern würde ich mal sagen. Oh, was überschreibe ich? Ich würde sagen mal den hier. Hey. Geld. Rotes Kraut? Das könnte ich doch kombinieren. Und noch mehr Geld. Na, schon wieder die falsche Taste. Ich bin reich.
Allerdings, bevor es weitergeht, mache ich jetzt hier einen Cut und bis zum nächsten Part.